Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Fast Break, dem Science City Basketball Magazin. Aufgrund des verschobenen Heimspiels gegen den FC Bayern Basketball hatte Science City 2 Wochen Zeit, um sich auf die anstehende Heimpartie vorzubereiten. Die Magenta Ballers aus Bonn geben sich am Sonntag die Ehre in der Sparkassenarena. Die Vorfreude im Team von Coach Hamsen ist groß. Trotz vom Sieg gegen Hagen mal abgesehen, zuletzt 3er Niederlagen. Gegen Alba waren es die Schlussminuten, gegen Bayreuth die Schlusssekunden und in Oldenburg die Overtime, die einen zweiten Saisonsieg verhinderten. Sei es drum, dann kommt er jetzt eben gegen Bonn. Die Verschiebung des Bayern-Spiels, lustigerweise durch das Oktoberfest in der Sparkassen-Arena, brachte Science City eine unverhoffte 14-tägige Punktspielpause. Die gab dem Team von Björn Harmsen die Möglichkeit, sich in aller Ruhe auf die Partie gegen die Telekom Baskets vorbereiten zu können. Doch, und das zeichnet das akribische Jenaer Trainerteam ja aus, kein Blick nach vorn ohne Blick zurück. Aus Fehlern wollen alle schließlich lernen, um sie abzustellen. Und davon gab es auch bei der denkbar knappen Niederlage nach Overtime in Oldenburg so einige. Zum Beispiel die Quote bei Würfen von außen, gerade einmal 4 von 18 Versuchen fanden die Reuße, bot Luft nach oben. Im Endeffekt ist es auch immer eine Frage dessen, was der Gegner zulässt. Ja. Wenn ähnlich oder wie Oldenburg defensiv gestanden hat, die draußen das sehr dicht gemacht haben, dann fallen die Würfe auch nicht. Dazu kommt, dass du natürlich auch als Mannschaft, die ja offensiv freie Würfe erspielen musst. Auch das haben wir vielleicht nicht so gut hinbekommen. Wir hatten am Ende nur 13 Assists und 17 Ballverluste. Da hat die Balance einfach überhaupt nicht gestimmt. Für eben diese Balance soll bei Science City auf der Guard-Position eigentlich auch Spätneuzugang John Little sorgen. Sein Vertrag läuft aber nach dem Bonn-Spiel aus. Ob der Defensivspezialist im Team erhalten bleibt, steht noch nicht fest. Definitiv hingegen ist der Abgang eines Sommerneuzugangs. Die Zusammenarbeit mit Routinier Fili Rivera wurde in beiderseitigem Einverständnis beendet. Der von Verletzungssorgen geplagte Spielmacher war schon in dieser Woche nicht mehr im Training und wird dem Team somit auch gegen Bonn nicht zur Verfügung stehen. Der Grund für die Trennung ist, dass wir einen Spieler brauchen, der natürlich auf der Position uns auch führt und zu den Leistungsträgern der Mannschaft gehört. Leider haben wir es nicht geschafft bis zum heutigen Zeitpunkt, dass wir ihn in eine Verfassung bekommen, wo er das körperlich leisten kann und uns auch da als Anführer weiterhilft. Filis Abgang behebt auch das quantitative Luxusproblem, 7 Ausländer im Kader zu haben. Denn schließlich dürfen am Spieltag nur 6 eingesetzt werden. Einer darf dann nur zuschauen. Gegen Oldenburg hatte es Wayne Bernard getroffen, der ja auch in der Lage ist, die Dreierquote seines Teams nach oben zu schrauben. Wichtig dürfte außerdem sein, wie sich die Jenaer Zonenkolosse gegen ihre Bonner Schwergewichtskollegen, den Montenegriner Barovic und den US-Nichtfreiwurf-Spezi Gamble, behaupten können. Schließlich reisen die Magenta Ballers mit 3 Siegen in Serie an, sind also ein Team mit breiter Brust. Eine Mannschaft, die zu Recht auch jetzt so einen Lauf hat, glaube ich, qualitativ hochwertig besetzt ist. Im Endeffekt sind das jetzt aber alles gute Mannschaften, gegen die wir spielen. Wir haben gezeigt, dass wir auch gegen diese Mannschaften bestehen können, wo vielleicht ein Korbunterschied besteht, wenn man jetzt mal Oldenburg nimmt, in Oldenburg oder auch zu Hause gegen Bayreuth. Also wir können die Mannschaften schlagen. Ich denke, dass wir defensiv einfach in bestimmten Phasen im Spiel noch zu viele Fehler haben und kassieren. Wenn wir das schaffen, dass wir diese Phasen abstellen, dann bin ich da auf jeden Fall sehr positiv. Und das, obwohl sein Team im Training einen Teil der Woche auf den besten Punktesammler der Liga verzichten musste. Doch mit Verletzungssorgen kennt sich Science City ja mittlerweile aus. Trotzdem soll es gegen Bonn mit dem ersten Saisonheimsieg klappen. Gegen Berlin fehlten 2 Minuten, gegen Bayreuth 1 Sekunde. Damit sollte das Glück für Städte mit B ja wohl aufgebraucht sein. Am vergangenen Wochenende hatte jedoch nur das BBL-Team aus Science City spielfrei. Für die Jenaer Jungs in den Nachwuchsbundesligen stand der 3. Spieltag auf dem Programm. Mit wechselndem Erfolg. Die U16 von Coach Toro Rothämel zeigte sich von der Pleite am 2. Spieltag in Stahnsdorf gut erholt. Im Heimspiel gegen die Niners Academy aus Chemnitz holte sich das Jenaer JBBL-Team einen 75-53-Sieg. 26 Punkte von Nico Teichert, ein 20-10-Double-Double von Marc Wohlfahrt und 9 Assists von Joel Lorbeer ebneten den Weg für den Startzielerfolg. Für die U19 von Coach Tino Stumpf gab es indes die 2. Schlappe in Serie. Beim zuvor noch sieglosen und deswegen besonders giftig spielenden MBC-Nachwuchs unterlagen die Jena mit 63-76.
Ein Grund war sicher auch, dass das Team mit Jan Heber und Dominik Schusel auf zwei wichtige Leistungsträger verzichten musste. Während die Rothemeltruppe nun ein spielfreies Wochenende vor der Brust hat, darf das NBBL-Team am Sonntag gegen Chemnitz ran. Tipp-off fürs Heimspiel ist 13 Uhr. Auch in der ersten Regio waren die Körbe am vergangenen Wochenende gut frequentiert. Da müsst ihr jetzt so eine Klappe bekommen, oder? Ja, da kommt sie. Ruhe am Set! Ruhe bitte! Fastbreak, Klappe die zweite. Und bitte! Für die Jungs von Coach Fasin gab es im Spiel Nummer 5 die dritte Pleite. Mit den klar favorisierten Randbambergern des TSV Trösterbreiten Güßbach setzte sich am Ende die größere Erfahrung durch. Im zweiten Viertel zogen die Zweitliga-erprobten Gastgeber davon. Da halfen auch 27 Punkte von Neuzugang Vincent Garrett und deren 18 von Richard Rietschel nichts. Vor allem das Rebound-Duell ging mit 39-27 deutlich an die Franken. Die Chance für Saisonsieg Nummer 3 gibt's am Samstag im heimischen Sportgymnasium. Dann ist ab 19 Uhr Tabellennachbar BG Leitershofen zu Gast. Lautstarke Unterstützung von den Rängen würde den Jungs mit Sicherheit gut gefallen. So, das war jetzt mächtig viel Input, also bekommt ihr jetzt erstmal eine Pause. Die Werbung. Energiebündel sind unser Vorbild. Wir liefern Strom, Gas und Wärme aus einer Hand. Stadtwerke Energie Jena Püsnik. Wenn Sie uns brauchen, sind wir da. Training, Wettkampf oder Freizeitsport, Ausstellung, Börse oder Veranstaltung. In unserer hellen, barrierefreien Dreifelderhalle am Jänzigweg ist vieles möglich. Mittels mobiler, schalldichter Trennwände kann die hochmoderne Halle schnell in drei Felder geteilt werden. Ausreichend Parkplätze, moderne Sanitär-, Dusch- und Umkleideräume sowie ein Catering-Raum komplettieren die funktionale Ausstattung. Rufen Sie uns an unter 03641 4000. Wir freuen uns auf Sie. In Zeiten niedriger Zinsen, in denen Geldanlage immer schwieriger wird und Wahrheiten von gestern in Frage stehen, braucht Geld Bewegung statt Stillstand. Und Sie ein Partner, der weiß, worum es geht. DK Investments. Ein Partner, der Kompetenz mit Verantwortung verbindet. Der sich beteiligt, statt zu spekulieren. Der Gesellschaft und Umwelt ernst nimmt, statt nur das Geschäft. Ein Partner, der auf den internationalen Finanzmärkten genauso zu Hause ist wie in der heimischen Wirtschaft. Dort die attraktivsten Anlagechancen entdeckt und mit Fonds, Immobilien und Zertifikaten die gesamte Palette moderner Produktlösungen bietet. Der flexibel auf Marktveränderungen reagiert und weiß, was Sicherheit bedeutet. Ein Partner, der stets aufs Neue beweist, hier ist Ihr Geld in den besten Händen. Jetzt in Ihrer Sparkasse. Die DK-Initiative Anlegen statt Stilllegen. DK Investments. Neue Perspektiven für mein Geld. Willkommen zurück bei Fastbreak. Weiter geht's hier mit einem genauen Blick auf den Jena BBL-Kader. Wie in den vergangenen Spielzeiten wollen wir euch in jeder Episode einen der Neuen im Hamsen-Team vorstellen. Wir rollen das Feld von hinten auf und beginnen mit unserer Nummer 50. Unübersehbar, hart arbeitend und für jemanden, der die letzten Jahre im Norden verbracht hat, recht gesprächig. Das und noch viel mehr ist Jenas Center Olli Nummer 2. Mein Name ist Oliver Mackeldanz, bin 2012 und spiele für Science City Jena auf der Center-Position. Für mich war ein Kapitel noch nicht abgeschlossen in Vechta, weil wir eigentlich wieder aufsteigen wollten. Und im ersten Jahr hat es nicht geklappt und deswegen bin ich dort im zweiten Jahr dort geblieben. Und ja, in diesem Jahr war es einfach der richtige Zeitpunkt. Ich habe jetzt die letzten 4 Jahre in einer kleinen Stadt gespielt mit Vechta und Cuxhaven. Und mal wieder eine etwas größere Stadt zu haben, ist fantastisch. Ich fühle mich sehr wohl hier in Jena und der Verein, kann ich mich auch nicht beschweren. Alles tipptopp und sehr professionell und genau das, was wir hier brauchen. Also ich finde, er ist ein sehr ehrlicher Coach, ein sehr offener Coach, der einem sagt, was einem nicht passt. Das finde ich auch ganz gut so und er arbeitet hart
und will immer, dass alles 100% passt soweit, und wir wollen das natürlich auch. Es ist natürlich toll, mit so einer erfahrenen Spielerin zusammenzuspielen, da kann man immer sich was abgucken. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch älter geworden und ein erfahrener und reiferer Spieler als damals. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass die Spieler sich untereinander verstehen. Und da ist schon mal ein großer Grundstein gelegt. Und mit den Neuen jetzt haben wir uns da alle super zusammengefügt und es passt einfach perfekt. Ja, also ich denke, dass ich sehr agil für meine Größe bin und sehr schnell. Ich denke, dass ich auch über den Sommer bzw. in den letzten Jahren an meinem Midrange-Game gearbeitet habe. Und natürlich die Defense macht das natürlich das, was mir auch sehr viel Spaß macht. Ich möchte nicht absteigen und Optimum ist natürlich immer Playoffs. Das sind immer eigene Ansprüche, aber wenn wir nicht absteigen, dann ist auf jeden Fall das Saisonziel, denke ich mal, erreicht. Ja, da schieben wir doch gleich noch einen Blick hinter die Kulissen hinterher. An unsere BBL-Akteure wurde jüngst das Maßband angelegt. Was das Ganze sollte, seht ihr jetzt. Got a secret, can you keep it? Swear this one you'll save. Cause two can keep a secret if one of them is dead. Nein, das ist keine neue Episode Wayne interessiert, auch wenn es durchaus den Anschein haben könnte. Das Team war zu Gast bei Reha Aktiv 2000 im Postcarré. Was für den einen oder anderen nach Stützkorsett und Gehstock klingen mag, ist in Wirklichkeit ganz schön viel Hightech. Zugegeben, der Entertainment- und Adrenalinfaktor vor Ort sauste nicht gerade durch die Decke. Aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Der Nutzen wird sich erst in Training und Spiel zeigen. Denn die Jungs von Science City bekamen, je nach Wunsch, Enkel-, Knie- und Rückenbandagen, Sleeves und was es sonst noch so alles gibt, um Muskeln und Bänder zu unterstützen. Damit die Helferlein auch richtig sitzen, denn nur dann ergibt das Ganze ja einen Sinn, wurde hier und da und dort das Maßband angesetzt. Oder wie beim emsig kreisenden Wayne schon irgendwie futuristisch vermessen. So ein Sleeve, also ein Armstrumpf, ist bei Basketballern zuweilen durchaus beliebt. Manchmal sogar aus modischen Beweggründen. Nun, de gustibus non est disputandum. Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Richtig angepasst und eingesetzt können solche Hilfsmittel allerdings wirklich ein paar Prozentchen bei Muskeln, Stabilität und Co. herauskitzeln. Und das auf vielfältigere Weise, als man glauben mag. Da liegt es quasi auf der Hand, bei so vielen Produkten, die den Athletenkörper schützen und unterstützen, vor Freude auch mal ein wenig am Rad zu drehen. So, jetzt Obacht, es ist wieder Gewinnspielzeit. Aber erst gehen wieder Glückwünsche raus, und zwar an Carola Becker. Liebe Carola, wir freuen uns sehr, dass du uns aus Cottbus zuschaust und auch aus der Ferne Science City im Herzen trägst. Dir gehören damit zwei Tickets für das Heimspiel gegen den FC Bayern Basketball. Und dafür gibt's mittlerweile auch einen Termin, und zwar den 21. Dezember. Na, wenn das mal kein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk ist. Glückwunsch! Und damit geht's in die neue Runde und zu unserer aktuellen Frage. Welcher jener US-Amerikaner war beim Science City Gastspiel in Oldenburg als siebter Ausländer nicht im Kader? Schreibt uns die richtige Antwort und euren vollständigen Namen an aktion@jenatv.de. Zu gewinnen gibt es diesmal zwei Tickets für das Heimspiel gegen die Eisbären Bremerhaven, das auf Mittwoch, den 23. November, verschoben wurde. Einsendeschluss ist Dienstag, der 8. November. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. So, der frühe Vogel fängt den Wurm, also ran an die Smartphones und Tastaturen. Aber nicht die Werbung verpassen, denn genau die kommt jetzt. Leben Sie Ihren Wohntraum, unbeschwert und ruhig. Das Wohnquartier Nordlichter 2 bietet Ihnen in 78 Wohnungen, verteilt auf 5 Mehrfamilienhäuser, alle Vorzüge einer modernen Stadtwohnung mit Nähe zum idyllischen Grün. Ihr Wohntraum von der Einraumwohnung bis hin zum 5-Raum-Familiendomizil. Durch die bestens ausgebaute Infrastruktur und vielfältige Einkaufsmöglichkeiten sowie ein breites Angebot an Freizeit und Kultur bieten Ihnen die Nordlichter 2 die Basis für ein sorgenfreies und abwechslungsreiches Leben. Weltverbesserer bekommen Rückendeckung bei uns
mit 100% grünem Strom. Stadtwerke Energie in Apösnik. Wenn Sie uns brauchen, sind wir da. Und da sind wir auch schon wieder. Es hat sich zu einem Fastbreak-Klassiker entwickelt, unser Wörterbuch Basketball Deutsch, Deutsch Basketball. Auch diesmal hat sich wieder jemand darin versteckt, der uns die große Welt des Basketballs ein wenig verständlicher macht. 3, 2, 1 und auf das Buch! Hallo liebe Regelfreunde, wie versprochen beschäftigen wir uns dieses Mal mit dem Thema Flopping. Was ist Flopping? Flopping kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie hinfallen. Warum beschäftigen wir uns beim Basketball mit dem Thema hinfallen? Aus dem Fußball kennt ihr alle die Schwalbe. Gleiches gibt es beim Basketball, insbesondere dann, wenn ein Verteidiger versucht, einen Offensivfoul zu schinden. Heißt, ein Verteidiger stellt sich in eine legale Verteidigungsposition und wenn ein Angreifer mit Ball kommt, springt er nach hinten ab, um vorzutäuschen, dass ein Offensivfoul passiert ist. In den letzten Jahren gab es dafür noch kein Handzeichen. Die FIBA hat sich diesen Sommer überlegt, das Ganze mit einem Handzeichen für die Schiedsrichter zu hinterlegen, sodass alle verstehen, dass ein Flopping passiert ist. Das alte Handzeichen, was die Schiedsrichter selbst ausgedacht hatten, waren so, das sehen wir nachher in den Videos. Das neue Handzeichen, das offizielle Handzeichen für Flopping ist dieses. Wenn ihr also auf dem Feld einen Schiedsrichter dieses Handzeichen machen seht, wisst ihr, dass ein Flopping passiert ist. Hier in dieser Szene aus dem letztjährigen Finale gegen Rasta Vechta seht ihr, wie Guido Grünheit versucht zu floppen. Er stellt sich in legaler Verteidigungsposition vor seinem Angreifer auf und springt nach hinten ab, bevor es zum Kontakt kommt. Ihr seht auch, wie der Schiedsrichter das letztjährige inoffizielle Zeichen für Flopping verwendet. In der Folge beim nächsten toten Ball wird Guido Grünheit verwarnt und auch dem Trainer wird die Verwarnung mitgeteilt. Die Verwarnung für Flopping gilt für das ganze Team. Das nächste Flopping des Teams wird mit einem technischen Foul bestraft. Und genauso kam es auch. In der zweiten Szene seht ihr wieder Guido Grünheit, wie er floppt. Diesmal wird das Flopping mit einem technischen Foul und damit mit einem Freiwurf und Einwurf Seitenlinie für das gegnerische Team bestraft. Und damit nicht der Eindruck entsteht, dass Guido der einzige Spieler ist, der floppt, hier auch noch eine Szene von Lars Wendt, der in dem Fall aber Glück hat und nicht mit einem technischen Foul bestraft wird, sondern mit einem Verteidiger-Foul. Auch hier seht ihr, wie er nach hinten abspringt, bevor es überhaupt zum Kontakt durch den Offensivspieler kommt. So viel zum Thema Flopping. Beim nächsten Mal begrüßt euch hier im Wörterbuch wieder Thorsten Rothemel. Bis dann. So, die Zeit rast und damit kommt jetzt hier, was immer kommt. Respekt ist einer der wichtigsten Bestandteile im Sport. Und deswegen werfen wir nun den gewohnt respektvollen Blick auf den nächsten Kontrahenten. Die Fastbreak-Gegnervorstellung. Telekom Baskets Bonn, die Magenta Ballers aus der Althauptstadt. Im vergangenen Jahr feierte der Verein sein 20-jähriges Bestehen. Die Basketballtradition zwischen Bad Honnef und Köln geht aber bis in die 70er Jahre zurück. Im Speziellen im Godesberger TV und im SC Fortuna, später in der BG 92 und dem Post SV. Die 1995 gegründeten Telekom Baskets schafften gleich im ersten Jahr den Aufstieg in Liga 1, übrigens ungeschlagen, und sind dort seitdem ganz dick im Geschäft. Nur ein Titel war dem fünffachen deutschen Vizemeister bislang nicht vergönnt. Dafür wird es wohl auch in dieser Spielzeit nicht reichen. Vielmehr geht es nach dem enttäuschenden 11. Platz in der Vorsaison, noch hinter Braunschweig, darum, kein viertes Mal in der Vereinsgeschichte ohne Postseason zu bleiben. Nach 12 Abgängen bilden 10 Neuzugänge und Florian Koch die Elfer-Rotation, die derzeit mit 4 Siegen aus 6 Partien auf Rang 6 steht. Das letzte Bonner Gastspiel in Jena war am zweiten Spieltag der BBL-Saison 2007-2008. Science City verlor trotz der 35 Punkte des Duos Mosse Gelke mit 62-80 gegen ein Team, für das allein das Trio Frazier-Bowler Conley 59 Zähler sammelte. Das Sagen in der Coaching-Zone hat Predrag Runic. Er folgte auf den 3 Tage vor Saisonstart aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretenen Silvano Poropat. Kurios, bereits in der Vorsaison war er dessen Nachfolger beim späteren Absteiger MBC. Der Star der Mannschaft und deswegen nicht allzu überraschend auch ihr Topscorer ist Ryan Thompson. Der explosive Flügelspieler gehörte als Leistungsträger zur 2015er Meistermannschaft aus Bamberg. In der letzten Saison verlor er in Serbien und der Türkei seine Downtown-Skills. Im Bonner Trikot scheint er sie wiedergefunden zu haben.
Im neu formierten Team ist auch Ex-Bayreuth-Forward Ken Horton ein wichtiges Puzzleteil. Der Connecticut-Absolvent ist treffsicher von überall, reboundstark und außerdem assistgierig. Ein Komplettpaket also. Auf der 1 übernimmt ein Deutscher Verantwortung. Konsti Klein, 4 Jahre lang eines der Gesichter der Skyliners aus Manhattan, kommt zwar meist nur von der Bank, die Hälfte der Spielzeit ist er dennoch auf dem Feld. Zwischen Wahnsinnswurf und Fahrkarte ist beim Ex-Gothar allerdings alles dabei. So ihr Lieben, das war's schon wieder von uns. Gegen die Bonner muss Saisonsieg Nummer 2 her. Wir hoffen, ihr seid jetzt in der passenden Stimmung, um am Sonntag wieder richtig Bambule zu machen und die Magenta Ballers aus der Stadt zu ballern. 15.30 Uhr ist Tip-Off. Die Arena öffnet ihre Türen wie BBL gewohnt 90 Minuten vorher. Vergesst aber auch nicht die anderen beiden Science City Heimspiele in der ersten Regio und NBBL am Samstag um 19 Uhr und Sonntag Punkt 13 Uhr. Mit einer neuen Fastbreak-Ausgabe melden wir uns, und das ist kein Faschingsscherz, am 11.11. wieder. Bis dahin, ahoi und Jena never stops.